Herzlich willkommen, Björn Gottstein, hier zum Interview anlässlich der bevorstehenden Donaueschinger Musiktage zwischen 14. und 16. Oktober. Die Eröffnungsveranstaltung, eine Podiumsdiskussion, ist unter dem Titel Wie und was hören wir morgen? Mich interessiert zunächst, wie und was hören wir bei der neuesten Ausgabe der Donaueschinger Musiktage? Darf ich auch was zu dem Titel Wie und was hören wir morgen? Also es ist ja traditionellerweise so, dass der Bayerische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk am Vorabend des Festivals, sozusagen unser Rheingold, immer eine Podiumsdiskussion veranstaltet. Früher hatte das immer das Thema, was das Festival als Thema hatte. Seitdem das Festivalthema nicht mehr so eng geschnürt ist, sind wir da in der Lage, also ich sage jetzt wir, weil ich durchaus auch konsultierend ein bisschen mitwirke, Themen aufzugreifen, die so ein bisschen virulent, politisch sind oder vielleicht auch nicht ganz so nah an der Musik dran sind. Und ich finde es total schön, dass es hier so um so eine Frage geht, wie geht es eigentlich weiter mit Vertriebswegen für die Musik, was bedeutet das Internet für die Verlage und so weiter und so fort. Insofern hat die Frage nichts unbedingt damit zu tun, was wir dann am Freitag hören, aber um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, wir hören das, was wir in Donaueschingen oft hören, nämlich neue zeitgenössische Musik in einer Bandbreite, die von fast Techno bis hin zu sehr traditioneller, klassischer, neuer Musik reicht. Dazwischen viele verschiedene Formen von Experiment, Mischformen, Sachen, bei denen man auch nicht mehr unbedingt sagen kann, dass es wirklich noch Musik oder neue Musik ist. Es gibt zum Beispiel ein Flüchtlingsprojekt mit Hannes Seidel, wo eigentlich mehr arabische Popmusik läuft und gehört wird, als dass da Dissonanzen komponiert werden. Und so verstehe ich die Donaueschinger Musiktage auch, dass dieses Spektrum eigentlich immer da sein muss. Und je nachdem, wie breit es ist oder welcher Ausschnitt des gesamten Musiklebens es abbildet, fokussiert es vielleicht ein bisschen mehr in die eine Tendenz, wo es hingehen könnte oder die andere. Aber das sind, glaube ich, Millimeterentscheidungen. Die Donaueschinger Musiktage stellen sich nicht unter ein Motto. Trotzdem gibt es immer thematische Schwerpunkte. Pop, Schnittstelle, Avantgarde ist, glaube ich, das Thema 2016. Was kann man darunter verstehen? Kann man das vielleicht am besten an einer versuchten kurzen Beschreibung einzelner Künstler und deren Uraufführungen, 18 an der Zahl, glaube ich, festmachen? Oder die Schnittpunkte liegen? Also es ist so, dass diese Themen entstehen, mehr als dass ich sie setze. Mein Vorgänger hat diese Themen tatsächlich immer gesetzt. Es ist auch wirklich beim Programmieren etwas sehr Schönes, mit so einem Dispositiv zu arbeiten, versuchen, so ein Thema in verschiedenen Lagen, Ebenen, Gestaltungsräumen auszuarbeiten. Ich wollte mich aber nicht so einschränken, jetzt in den ersten Jahren. Und deswegen gibt es keine Themen, aber wie gesagt, die entstehen manchmal von alleine. Und diese Frage des Crossovers oder der Schnittstelle zwischen E und U, es ist eine sehr alte Frage, muss man auch sagen. Also eine Frage, die eigentlich seit den 60er Jahren in der Musikwissenschaft immer mal wieder aufscheint, ja, oft noch sehr klar beantwortet, das darf nicht sein. Ja, wer im Viervierteltakt komponiert, der komponiert quasi Faschismus. Da gab es diese berühmte Diskussion damals mit Heinz-Klaus Metzger, wo dieses Wort tatsächlich dann gefallen ist. Da sind wir nun drüber hinweg, das ist auch schön so. Wir sind eigentlich jetzt mehr daran interessiert, die Facetten oder die Schnittstellen genauer zu beobachten. Mhm. Also wie man in der Metallkunde sagt, die Korngrenzen zwischen zwei Metallschichten, da entstehen neue kristalline Strukturen, die jeweils einzigartig sind und trotzdem ganz klare Strukturmerkmale aufweisen. So können wir vielleicht auch sagen, dass in einem Werk wie von Bernhard Gander oder Michael Wertmüller, das sind, glaube ich, die zwei schlagendsten Beispiele, tatsächlich solche neuen Strukturmerkmale entstehen. also diese Zusammenarbeit Klangforum Wien auf der einen Seite, ein sehr klassisches Ensemble, und auf der anderen Seite eben Steamboat Switzerland als jemand, die als Jazz, Avantgarde, Hardcore, Rock
Ensemble wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für sich gefunden haben, wenn die aufeinander stoßen, da gibt es diesen Berührungsmoment. Der ist in den Partituren noch gar nicht so leicht zu lesen, denn da steht dann G und E und F und A. Man muss sich dann schon auch ein bisschen in die Klangwelt dieser Ensembles hineinhören und dann zu überlegen, wie reibt sich eigentlich die Hammond-Orgel und der E-Bass an der Oboe und dem Cello. Mhm. Und dann kann man, glaube ich, erahnen, wohin das geht mit dem Thema. Sie sagen jetzt, das Festival entsteht auch ein bisschen aus sich selbst, vielleicht aus den Diskursen, die gerade herrschen in der Szene. Sie waren ja gerade jetzt auch in Darmstadt und haben sich da wahrscheinlich umgehorcht. Sie sind ja jetzt im dritten Jahr als künstlerischer Leiter tätig. Nächstes Jahr, 2017, kommt das erste Festival, das Sie sozusagen komplett in eigener Verantwortung machen. Sie sind ja durch den tragischen Tod von Armin Köhler sozusagen etwas überstürzt in Ihre neue Rolle hineingekommen. Was liegt denn in dem Diskurs zurzeit, das sich auch aufs Festival auswirkt? Was wird denn weiter bestehen vom Festival? Was möchten Sie anders machen? Gibt es neue Gefäße? Sind die alten Gefäße gut? Es sind sicherlich nicht alle Gefäße schlecht. Also die Frage zieht natürlich jetzt auf sehr viele verschiedene Facetten im Musikleben. Zum einen muss ich sagen, ich bin, auch wenn ich immer große Sympathien mit den Revolutionären in der Geschichte und auch in der Musikgeschichte hatte, selber kein Revolutionär. Das musste ich einfach mir selbst gegenüber eingestehen, sondern ich bin jemand, der tatsächlich auf eher schleichende Art und Weise verändert. Und ich glaube, dass man vielleicht 2017 noch gar nicht so deutlich die neue Handschrift sehen kann. Meine große Hoffnung ist, dass, wenn es eine Verlängerung meines Mandats gibt, kann ich die Musiktage bis 2027 leiten. Das haben wir von vornherein so begrenzt, dass man, wenn es dazu kommt, dass ich 2026 das letzte Jahr gemacht habe, dann sehen kann, dass es einen Bruch gegeben hat. 2017 oder vielleicht 2016 ist eigentlich doch dieses Jahr das schönste Beispiel, denn es ist eben noch Köhler da. Er hat viele Programmpunkte vorgegeben, aber es war noch viel unfertig. Ich konnte viel noch selbst gestalten, Aufträge vergeben, Konzertformen, will ich jetzt nicht sagen, aber doch nochmal andere Orte wählen, zum Beispiel, dass Kurt Duka, so ein Minimal-Techno-Künstler, der sich stark Richtung Avantgarde bewegt mit seinen Platten, spät samstagabends noch in so einem Tanzsaal eigentlich, das ist eigentlich eine Tanzschule, auftritt. Das sind Sachen, die konnte ich mir dieses Jahr sozusagen, die Freiheit konnte ich mir nehmen. Mhm. Was die Diskurse angeht, es ist so, ich glaube, dass wir durch die Generation der jetzt 40-Jährigen plötzlich erleben, wie alles nochmal auf den Prüfstand gestellt wird. Und zwar in dem Sinne, als dass man sagt, das, was bereits jetzt institutionalisiert ist, so ein bisschen trau keinem über 30 mäßig, müssen wir erstmal in Frage stellen, denn die Institutionen verhindern eigentlich eine bestimmte Bewegungsfreiheit. Das führt auch zu einer Reaktion bei den Institutionen. Die großen Ensembles, ich meine, die haben das schon lange gemacht, Ensemble Modern war vorbildlich mit den Akademien, die glaube ich schon in den 90er Jahren ins Leben gerufen haben. Nichtsdestotrotz nochmal anders herausgefordert, auf diesen Vorwurf der mangelnden Bewegungsfreiheit zu reagieren. Mhm. Und die Frage ist, wenn die Institutionen in Frage gestellt werden, die werden wir nicht abschaffen, das wäre Unsinn, das wäre eine Art von ästhetischer Selbstmord, ja? Wenn wir jetzt sagen würden, wir brauchen die großen Ensembles nicht mehr, wir brauchen die Festivals nicht mehr, das sind, sagen die Ankerpunkte in unserem Leben. Aber diesen anderen Positionen Raum zu geben, das finde ich extrem wichtig und dass man auch das, was Musik ist oder Musik sein soll, sein kann, einfach nochmal öffnet. Es gibt immer noch diese Haltung, das ist nicht nur die ältere Generation, dass man klar wissen kann, was Musik eigentlich ist. Und das ist einfach totaler Quatsch. Also man kann das nicht wissen, zwar nicht für die Zukunft. Und wir in der neuen Musik können es auch nicht wissen. Mhm. Also da war, Entschuldigung, mach noch eine kleine Anekdote dazu. Eva Reiter hatte in Darmstadt die Aufführung der Lichtenberg Figures. Und das war ein Stück, das war vom Klangbild her tatsächlich so ein bisschen Death Metal-ig. Ja, also wirklich sehr düster, sehr hart. Und gleichzeitig war es aber ziemlich schön komponiert, es war relativ komplexe Musik. Und dann war dann eine Kritik, hob dann darauf ab,
dass das Sounddesign ja mehr aus dem Pop-Bereich kam und dass es deswegen keine neue Musik sein kann. Und ich muss sagen, da war ich so enttäuscht, dass ich das gelesen habe, weil ich dachte, wenn wir uns so beschränken in unserer Wahrnehmung von dem, was neue Musik sein kann, dann sind wir quasi gescheitert. Auch mit dem, was wir an Öffnungen und Utopien ja eigentlich auch versprochen haben seit den 50er, 60er Jahren. Jetzt haben Sie uns so anschaulich geschildert, was Eva Reiter gemacht hat. Machen Sie uns noch ein bisschen Lust auf die neue Ausgabe der Donaueschinger Musiktage anhand von einzelnen Kunstwerken, die wir ja noch nicht kennen. Das stimmt. Es gibt neben dem Schwerpunkt des Crossovers zwischen E und U noch einen zweiten thematischen Schwerpunkt, der sich im Laufe der Zeit so herausgebildet hat. Und der hat etwas mit, ganz neutral gesprochen, Kontrollverlust zu tun. Auch damit, dass die Musik eigentlich in eine Region vordringt, wo sie es nicht mehr primär mit objektiven, sachlichen Kriterien zu tun hat, sondern ganz bewusst eine Schwelle überschreitet. Also wenn James Dillon darüber schreibt, wie man bei einem japanischen Tempel viele Tore durchschreiten muss, um in diesen transzendenten, religiösen, spirituellen Raum zu kommen. Und das Stück heißt The Gates, es hieß sogar mal The Gates of Asia, also es bezog sich ganz speziell auf Torkonstruktion dort, dann ist das schon mal eine Passage, die man in diese Orte hineinmacht. In diese Räume, in diese transzendenten Räume. Das Stück von Klaus Schädel hat einen sehr erschreckenden Titel, Blutrausch. Ich habe da auch mit ihm darüber diskutiert, ob das wirklich ein guter Werktitel ist. Aber er war davon überzeugt, dass das, was in seinem Stück passiert, nämlich dieses massive Hineinmanövrieren in einen Zustand, in dem man nicht mehr anders kann und bei dem Blutrausch ist es nun was Schreckliches, was man anrichtet. Sein Stück ist wesentlich harmloser auf der rein materiellen Ebene, aber ich glaube, dass das musikalisch-ästhetisch passiert, ist ein ähnlicher Zustand. Und diese Momente finde ich relativ häufig in dem Programm. Ich finde das ganz spannend, auch Peter Oetwisch mit den Sirenen. Ja? Das ist natürlich dieser etwas seltsame Text von Kafka, das Schweigen der Sirenen, aber eben auch Homer, die ganz klassische Erzählung von diesem Versuch, durch Musik Menschen zur Verfügung. Oder Peter Ablinger, der sich auf Schlagermusik, die schönsten Schlager der 60er und 70er Jahre, heißt das Stück, ist natürlich auch ein Verführungsmedium letztlich. Ja? Ich finde es interessant, dass die Komponisten davon nicht zurückschrecken. Diese Zeit hat es ja auch gegeben, wo man gesagt hat, das möchte ich nicht, es muss alles ganz objektiv, klar, hart und sachlich sein. Ich darf mein Gegenüber nicht antasten, auf eine unsittliche Weise sozusagen, mit Klang. Und das ist jetzt anders. An die Stelle der Neugier steht dann sozusagen die Bereitschaft zur Verführung beim Publikum. Ja, oder eben auch die Unbereitschaft. Ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen. Also ich glaube, niemand ist ganz immun gegen die Verführung durch Klang. Ich glaube, sonst säß man nicht in einem Konzert, wenn man nicht diesen Punkt in sich hat. Und gleichzeitig kann man sich auch antrainieren oder lernt man auch, sich dagegen zu sträuben. Und ich finde gerade dieses Zwischenverhältnis ganz schön. Also bei mir selbst auch merke ich das. Ich will mich natürlich auch ein bisschen hingeben. Gleichzeitig rebelliert das kritische Bewusstsein, um mal so ein bisschen Adorno-esk zu formulieren. Und in diesen beiden Haltungen finde ich mich auch irgendwie wieder so im Gleichgewicht. Gerade in der neuen Musik hat es in den letzten Jahren ja viele Versuche gegeben, neues Publikum zu gewinnen, nicht nur die Fachleute anzusprechen. Jetzt ist Donaueschingen natürlich ein Festival für die Fachleute, aber auch da soll es anders weitergehen. Sie haben in einem Interview, in einem Programmheft schon vor mehreren Jahren das so ein bisschen skizziert. Die Donaueschinger selber sollen sich stärker eingebunden fühlen. Eine gewisse Niederschwelligkeit soll auch vielleicht durch die Wahl der Räumlichkeiten und so weiter gegeben sein. Wie sieht es konkret aus jetzt bei dieser Ausgabe? Also ich habe ja schon das Konzert von Kurt Duka erwähnt, was in dieser Tanzschule stattfindet, wo auch ein kleiner Barraum davor ist, wo man eine sehr entspannte, legere Atmosphäre erzeugen kann. Das ist für mich jetzt ein erster kleiner Schritt gewesen. Ganz grundsätzlich hängt es für mich davon ab, dass man zum einen Künstler einlädt, die ein bisschen an der Schnittstelle stehen. Das wird es in den nächsten Jahren immer wieder geben. Gleichzeitig muss man vielleicht aber auch die Leute, die vielleicht das offene Ohr haben, für erstmal nur avancierte Popmusik vielleicht oder Free Jazz, doch auch einfach darauf hinweisen, dass vieles von dem, was sie an Musik schätzen, in Donaueschingen auch stattfindet, vielleicht auf einer etwas anders gestalteten Ebene. Aber ich glaube, dass man viele Hörer, die vielleicht
eher so Noise gehört haben, doch auch als durchaus akustisch geschulte Hörer auch zu neuer Musik bringen kann. Das hat sicherlich auch jetzt damit zu tun, wie wir uns öffentlich darstellen. Das sind ganz banale Dinge. Wo schaltet man eine Anzeige? Ja, schaltet man eine Anzeige, also sagen wir mal jetzt eine Heavy-Metal-Zeitschrift, würde ich das vielleicht nicht tun, aber die Popmusik-Zeitschriften, die doch ein bisschen diskursiven Anspruch an sich selbst stellen, ich glaube schon, dass da viele Hörer sind, die zumindest mal neugierig wären. Man erlebt das ja auch zum Teil bei Festivals, die in Städten sind, wo das Publikum schon da ist. Also vor allem in Berlin erlebt man das sehr stark, dass man da auch Hörer ansprechen kann, die aus Neugier einfach mal kommen. Donaueschingen ist fast von überall aus ein bisschen weiter und ist eben eine kleine Stadt im Schwarzwald. Da muss man sicherlich mehr dran arbeiten. Was die Donaueschinger selber angeht, ja, das ist, glaube ich, ein ewiges Anliegen aller, die in Donaueschingen an den Musiktagen mitarbeiten, dass man die Menschen, die dort leben, anspricht. Ich erlebe das da, wenn ich in Donaueschingen bin. Es ist auf der einen Seite wahnsinnig schön, die Leute sind total stolz auf das Festival und es gibt eine hohe Anerkennung dafür. Und gleichzeitig, ich muss auch sagen, neue Musik ist ja nun auch nicht Musik für den Massengeschmack. Ich verstehe nun jeden Menschen, der sagt, das ist nichts für mich oder ich komme damit nicht klar oder ich möchte mich da gar nicht reinarbeiten. Und ein bisschen, das sage ich jetzt mit dem Augenzwinkern, muss man die Donaueschinger auch vor den Musiktagen schützen. Also wie oft bekomme ich von Komponisten oder Künstlern, ja, dann möchte ich gerne was mit der Donaueschinger Bevölkerung machen und ich möchte die Leute mit einbeziehen. Ich muss sagen, die Menschen, die in Donaueschingen leben, die machen schon viel für die Musiktage. Die müssen jetzt auch nicht noch in jedem Stück mitspielen. Sie spielen jetzt an auf Umzug von Drohrpfeiler oder auf eine Personenkontrolle, wie letztes Jahr. Ja, zum Beispiel, genau. Wobei, da hat es ja in erster Linie die Festivalbesucher getroffen. Aber es taucht im Gespräch, es ist ja auch ein natürlicher Gedankengang. Ja? Also gerade die Klangkünstler denken ja auch häufig darüber nach, wie bringe ich mich in den Raum, in dem ich gestalte, ein. Und dann sind natürlich die Menschen, die dort sind, auch immer Gegenstand der Überlegungen. Und wie gesagt, die Donaueschinger tun sehr viel für die Musiktage, ohnehin schon. Jetzt ist ja in den letzten Jahren in Donaueschingen ein ganzes Repertoire an Vermittlungseinrichtungen entstanden. Das ging los bei der Music Academy Donaueschingen, das ging weiter mit dem Next Generation Projekt mit den Musikhochschulen. Inzwischen hat sich die Volkshochschule, also auch eine Institution, die mehr die Breite der Bevölkerung repräsentiert, eingeschaltet und es gibt ein neues biennales Festival Upgrade, was sich an Schulklassen wendet. Wie sind da die Erfahrungen? Wie funktioniert das? Was hat das für Auswirkungen auf das Festival? Also die Erfahrungen sind sehr gut. Also alle diese Programme finden ihr Publikum. Die sprechen ja zum Teil die Musiklehrer, die Musikstudenten und so weiter an. Die finden recht regen Anklang, muss ich sagen. Das ist extrem schön. Das sind auch sehr, sehr lebendige Veranstaltungen. Die werden auch sehr schön gemacht. Das Begleitprogramm ist einfach sehr schön, weil es über den einfachen Konzertbesuch hinausgeht. Probenbesuche, Komponistengespräche und so weiter. Ich glaube auch, dass Donaueschingen einfach ein schöner Ort dafür ist, weil so viel geballt in einem Wochenende im kurzen Zeitraum aufeinander kommt. Man so viele Menschen dort treffen kann. Und diese Programme ergeben dann eigentlich die Möglichkeit, auch hinter den Kulissen ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Upgrade ist etwas Besonderes. Das gab es ja 2015 zum ersten Mal. Das findet im Frühjahr statt, ist eine Biennale und widmet sich ganz ausschließlich der Frage der Vermittlung von neuer Musik. Auch das war eine sehr, sehr gute Erfahrung, die letztlich ja auch dazu geführt hat, dass es jetzt erstmal mit der Förderung weitergeht für 2017. Und das ist ein Trabant der Donaueschinger Musiktage, muss man sagen. Aber einer, der auch zunehmend an Eigenständigkeit gewinnt und dann wahrscheinlich in Kürze doch als eigener Planet anerkannt werden muss. Das ist, glaube ich, sehr wichtig gewesen, das mal so zu bündeln und fokussieren. Es ist aber ein ganz anderes Gefühl, wenn man bei Upgrade ist. Also das sind einfach viel mehr junge Leute, also Kinder eigentlich noch, Jugendliche, die sich mit neuer Musik befassen. Da wird auf einem anderen Niveau musiziert, auf einem anderen Niveau darüber gesprochen. Es ist nur schön, dass das auch in Donaueschingen stattfindet und so ein bisschen dazugehört. Früher in den 60er Jahren sprach man manchmal von pädagogischer Musik. Ich denke jetzt an manche Stücke vielleicht von Gensmer und so weiter, die man im Unterricht gut verwenden konnte. Bartok auch, aber der ist natürlich die Ausnahme, weil das ist auch in den einfachsten
Klavierstücken, mikrokosmischen Stücken ja doch immer Musik gewesen. Entsteht denn jetzt in Donaueschingen auch sowas wie Vermittlungsmusik? Also bei den Musiktagen ganz sicher nicht. Wobei ich sagen muss, wenn ein Komponist zu mir käme und sagte, er möchte unbedingt, weil das Werkkonzept des Jahrhunderts für ihn ist, eine Vermittlungsmusik machen, dann werde ich sicherlich da im Gespräch bleiben mit ihm. Oder nicht von vornherein sagen, das ist nicht unser Festival. Vermittlungsmusik, ja, es hat so ein Beigeschmäckle, aber es ist, weiß Gott, nichts Schlimmes. Also abgesehen von den guten Absichten, die dahinter stecken, kann das auch interessante Musik sein. Es geht oft ein bisschen darum, und ich muss sagen, da haben wir in den letzten 10, 20 Jahren in neuen Musik auf die schöne Beispiele gehabt darum, dass gleichzeitig, obwohl das auf eine pädagogisch einfache Art vermittelbar sein muss, doch auch eine gewisse Radikalität des Denkens vorhanden sein darf. Mhm. Ja, und das hat damit zu tun, dass man vielleicht selber Klangerzeuger baut, aber auch wie man mit dem eigenen Instrument umgeht. Auch wenn ich 3, 4 Jahre erst Geige spiele, kann ich meine Geigensaiten mit Alufolie einwickeln, mit dem Bogen streichen und schauen, was passiert. Und das Klangbild ist sehr radikal, was dann rauskommt, und die Spielpraxis ist aber handhabbar. Ich finde, das ist kein Widerspruch eigentlich. Ja. Also wie gesagt, ich werde das jetzt nicht forcieren. Dazu ist Donaueschingen eigentlich nicht da, sondern da sind dann doch die heiligen Momente eher dort, wo Kunst und Könnerschaft aufeinandertreffen. Aber es gehört sicher zum Spektrum des Denkens mit dazu. Genau, Sie haben jetzt gerade eigentlich die Frage formuliert, die ich mir auch aufgeschrieben habe, zu was ist Donaueschingen da oder zu was wird es in Zukunft da sein? Zu was ist es fähig? Also bald 100, ne? Ja, die Ära des Funk ist vielleicht, das ist ein Funkfestival ursprünglich mal gewesen, ja. Ein experimentelles Funkfestival. Die Ära des Funk scheint mir manchmal bedroht, sich dem Ende zuzuneigen. Ja. Es gibt neue Vermittlungsformen auch wieder, also im Sinne der Verbreitung von Musik, Streamen, Podcasten, ja. Live. Also trennen wir es mal ein bisschen. Lassen wir den Funk mal gerade außen vor, da können wir gerne noch drüber sprechen. Die Rolle des Südwestrundfunks ist ja nicht unerheblich bei dem Festival. Wozu ist Donaueschingen da und wozu ist Donaueschingen fähig? Zum einen, ich habe das, glaube ich, eingangs schon ein bisschen gesagt, das Spektrum muss breit sein, aber es muss, sozusagen, wenn wir uns ein Blickfeld vorstellen, was eine gewisse Spannbreite hat, das muss auch eine bestimmte Richtung zeigen. Und die, Hens hat mal gesagt, niemand weiß, wo vorne ist. Er hat natürlich recht. Trotzdem muss ich das Gefühl haben, als künstlerischer Leiter, der Blick, in die Richtung, in die der Blick geht, ist vorne. Ja? Dabei aber nicht alles über Haufen geworfen wird, was schon da ist, ist auch klar. Und ich muss sagen, wenn ich selbst zurückblicke als Hörer in Donaueschingen, ja, ich habe viele Anregungen mitgenommen, gerade in den experimentellen Formen. Und die Momente, die ich aber sozusagen als gemeinschaftsstiftend und wirklich goldene Momente wahrgenommen habe, waren oft, das sagt jetzt vielleicht mehr über mich als über die neue Musik, doch im Bereich des klassisch Komponierten angelegt. Sie haben ja dieses Jahr ein Eleven auf dem Festival, nämlich das neue Orchester. Wie geht es Ihnen dabei? Mhm. Ich muss sagen, das ist ja noch nicht abgeschlossen. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ich bin aber auch eigentlich nach den vielen Gesprächen, die ich jetzt auch mit vielen Verantwortlichen hatte, auch mit Musikern vor allem, auch sehr hoffnungsvoll. Mhm. Es ist ein schmerzhafter Prozess. Ich glaube, da kann man nicht drüber hinwegreden. Und gleichzeitig kam aber doch irgendwann der Punkt für alle an diesem Prozess Beteiligten, wo einem klar wurde, dass wir uns doch auch irgendwie damit jetzt einrichten müssen, auf eine konstruktive und positive Art und Weise. Es haben sich jetzt ja, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, was ich verrate, die Vorstände der beiden Orchester oft getroffen. Und einmal war ich dazu eingeladen, und das war ein sehr herzliches und auch ein sehr konstruktives Gespräch in Bezug auf die Rolle des Orchesters bei den Donaueschinger Musiktagen und auch die Rolle der neuen Musik im Profil des Orchesters. Und ich schaue dem eigentlich sehr hoffnungsvoll entgegen. Nochmal auch abschließend jetzt zu den Ensembles. Ich weiß, das Vokalensemble tritt auf, aber sicher nicht mit einem 70-Jahre-Geburtstagsprogramm, sondern mit anderen Themen.
Es ist das Experimentalstudio da, es ist aber auch IRCAM da. Vielleicht können Sie zu allen drei Sachen noch was sagen. Also der Südwestrundfunk hat mit dem Orchester, das sich erst am 12. September wirklich gründet. Der erste Arbeitstag ist übrigens eine Probe für die Donaueschinger Musiktage. Also das finde ich schon auch nochmal, hat einen gewissen Symbolwert für mich. Wir haben das SWR Symphonieorchester, das SWR Vokalensemble und das Experimentalstudio des SWR. Und diese drei Institutionen, Klangkörper, wie man es auch bezeichnen mag, stehen auch für neue Musik. Und die sollen eigentlich in Donaueschingen, wenn möglich, immer dabei sein. Das ist nicht eine reine Eitelkeit oder Bauchpinselei, sondern das sind einfach Ressourcen, jetzt mal ganz ökonomisch gesprochen, ja, oder wirtschaftswissenschaftlich fast vom Jargon her, die da sind. Und es wäre meines Erachtens Verbrechen, wenn ein Festival des SWR die nicht mit abbilden würde und ich das auch nicht nutzen würde, was da an Kompetenz da ist. Das IRCAM ist ein bisschen ein Sonderfall. Es ist neben dem ZKM das letzte große verbleibende Studio. Es hat eine lange Tradition in Donaueschingen, das IRCAM, wie überhaupt die Brücke nach Frankreich in Donaueschingen immer sehr gern geschlagen worden ist. Und ich muss sagen, das fühlt sich auch richtig an. Das IRCAM hat einfach eine wahnsinnige Kompetenz. Die sind auch unglaublich innovativ in den Forschungen. Die sind auch sehr interessiert, sich außen darzustellen. Die bringen sehr viel Ehrgeiz, sehr viel Engagement mit. Und was man nicht vergessen darf, die haben tatsächlich einfach auch in den letzten Jahren zu einigen der goldenen Momente in Donaueschingen beigetragen. Ja, das Gleiche gilt für das Experimentalstudio. Ich will die gar nicht gegeneinander ausspielen. Es ist sogar eher schön, öfter mal beide da zu haben, weil man eben auch sieht, wie stark die Ästhetik eines elektronischen Studios eigentlich auch hinterher das Erscheinungsbild eines Werkes prägen kann. Jetzt haben wir viel den künstlerischen Leiter zu Wort kommen lassen. Abschließend vielleicht nochmal den profan ausgedrückt Geldbeschaffer für das Festival. Natürlich, das ist ein SWR-Festival. Die Grundpflöcke sind klar, die Grundlinien, aber was müssen Sie da machen, Unternehmen, um die Zukunft zu gestalten? Ja, also tatsächlich steht die finanzielle Sicherheit des Festivals auf vielen Beinen. Wir haben ja eigentlich fünf große Hauptförderer. Zum einen den SWR haben Sie genannt, der nach dem Zweiten Weltkrieg in dieses ursprünglich mal fürstliche Festival eingestiegen ist und das auf eine ganz eigene Weise geprägt hat. Da gibt es auch ein großes Bekenntnis seitens des Südwestrundfunks und das ist, glaube ich, eine sehr stabile Säule. Gleiches gilt eigentlich für die drei auf, sagen wir jetzt mal, staatlicher, öffentlicher Ebene angesiedelten finanziellen Säulen. Das ist zum einen die Bundeskulturstiftung, dann das Land Baden-Württemberg und die Stadt Donaueschingen selbst. Diese drei Ebenen, kommunal, regional, bundesweit, sind auch eine relativ stabile Partner. Natürlich wird es immer wieder hinterfragt werden müssen, sind die Donaueschingen noch das Festival, das wir mit diesem Betrag ausstatten möchten. Das ist meine Aufgabe, das A mit dem Programm unter Beweis zu stellen, aber natürlich auch die Gespräche weiterzuführen, um zu sehen, dass das in der Zukunft so weitergeht. Und dann haben wir noch einen Partner, mit dem wir in der letzten Zeit sehr viel zusammengearbeitet haben, die das Festival jetzt über lange Jahre regelmäßig unterstützt haben. Das ist die Siemens Stiftung. Auch da ist natürlich klar, das Kuratorium entscheidet von Fall zu Fall. Ich kann Stand jetzt sagen, dass die finanzielle Basis für die nächsten Jahre da ist. Natürlich, wie gesagt, im Einzelfall muss immer noch mal entschieden werden, aber grundsätzlich kann ich davon ausgehen, dass wir das 100-jährige Jubiläum ganz sicher feiern werden können, 2021. Und das ist eine ganz schöne Aussicht für mich, weil es einfach eine große Planungssicherheit ist. Und das heißt auch, ich kann ganz anders künstlerische Projekte entwickeln oder entwickeln lassen. Abgesehen davon, dass es schön ist zu wissen, dass das Festival auf guten Beinen steht. Das ist ja was man möchte. Ich muss auch sagen, da hat mein Vorgänger auch fantastische Arbeit geleistet. Also es war wirklich sehr gut darin, er war ja ein sehr mitreißender Mensch und er konnte unglaublich gut andere Leute begeistern und anstecken. Und das ist ihm vielfach gelungen und davon profitiere ich, muss ich wirklich sagen. Also das kann ich
Auf der Welle reite ich noch ein bisschen. Irgendwann wird sie vielleicht so ein bisschen abebben. Und dann muss ich eine neue Welle anstoßen, damit ich weiterreiten kann. Aber im Moment ist das noch meine Ausgangslage. Wir freuen uns auf das Festival zum 100. Geburtstag. Aber zunächst mal und zuallererst auf das diesjährige Festival. Björn Gottstein, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bis zum Oktober. Bis dahin.